Hallo und willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir sind hier in einem Bunker, im japanischen Bunker. Der Typ hier wurde gerade zerquetscht. Leben tut er nicht mehr. Wir haben eine neue Waffe mit 29 Munition. Wir können den Typ nicht plündern, da wir schon seine Waffe geplündert haben. Und ich würde mal sagen, es geht weiter. Unser Ziel ist immer noch der Funkturm. Ah, da haben wir Waffen. Unser Ziel ist immer noch der Funkturm. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Und genau zu diesem Kommunikationsturm müssen wir nämlich jetzt. Und so wie es aussieht, sind das Gräber dieser Leute, die genau wie wir nach Schätzen suchen. Alles klar. Jo. Haben wir sonst noch etwas zum Mitnehmen? Hier vielleicht. Sieht nicht so aus, nur dann gehen wir weiter. Jetzt Licht an! Scheiße! Alter, ist das geil! Vergiss es! Ah, Mist, nee, du kommst hier nicht hoch. Du kommst hier nicht hoch. Ach, Scheiße. Feuer, 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 Feuer. Gut, der ist auch tot und der ist auch tot. Gleich tot, sag ich tot. Ah, scheiß Feuer. Tot. Tot. Gut, also mehr. Also von der Musik her glaube ich nicht. Dann plündern wir die Leute hier mal. Magazin, sehr gut. Munition, über Munition. Sehr nice. Sonst noch irgendein Toter, der rumliegt. Scheiße, seht ihr hier? Genau, das wollte ich, sehr gut. Oh, ich hätte auch da drauf schießen können. Gut, jetzt, was will ich hier? Man kann hier hoch, wie es aussieht. Eine Leiche liegt hier nicht. Ich dachte, ich hätte mehr erschossen, aber ja. Ach, wieder ein Lagerfeuer. Jetzt setzen wir uns doch wieder ins Lagerfeuer. Wieso nicht? Tagebuch haben wir nicht, schade. Aber wir haben einen Fähigkeitspunkt wieder erreicht. Und zwar, was ist das? Kämpfe. War das vorhin auch schon da? Ich hab's gar nicht gesehen. Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Ja, finde ich doch gut. Schulzige Tricks. Werfen Sie Ihren Feinde Steine und Dreck ins Gesicht, um sie allfällig anzuschauen. Das ist typisch Frau. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal Schmerztoleranz. Und meistern die, damit wir ein bisschen länger überlegen. Gut. War's das auch schon? Warte mal, Ausrüstung 209. Vielleicht können wir noch was Gutes ausrüsten. Wir haben jetzt hier eine neue Waffe. Mal sehen, wie teuer das Zeug ist. Okay, da brauche ich noch was, ne? Aber ich denke, in diesem Bunker liegt noch viel rum. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr drauf achten. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ah, die sind leider auch vorworfen. Alter. Erschreck mich doch nicht so. Na, da
weiter geht's. So, Tür ist offen. Da sind bestimmt auch wieder irgendwelche Leute. Ah, ist. Okay, alles klar. Sieht aus. Ist das hier die Funkzentrale oder wie? Sieht fast so aus. Ups, nein, das war wohl der Hebel. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Oh. Hat jetzt auch wieder was von Far Cry, denn da mussten schon wieder wir schon... Wir, da, auch da mussten großartig wir Funktürme hochklettern. Oh. Wie es scheint, müssen wir es auch hier wieder... Funktürme hochklettern. Okay, wo fangen wir an? Da sind wir hergekommen. Oh, Mission. Und da wieder ein Tagebuch. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zaum dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Das hört sich ja wirklich an wie die Geschichte des Bermuda-Dreiecks. Ohne Scheiß. Matthias hat seine Kameraden geopfert, um etwas Neues über diese Insel zu erfahren. Warum macht ein Mensch so etwas? Verstehe ich nicht. Okay, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie hier hochkommen. Oh, hier durch vielleicht. Ah, das ist irgendetwas, ist hier heiß. Da ist alles heiß. Boah. Pass bloß auf, Laura. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Wow. Wow, so raus hier. Ist der Sturm vorbei? Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt hoch. Schnee. Das ist doch nicht normal. Schnee. Ach ja, stimmt. Hä? Hatten wir vorhin auch schon Schnee? Vorhin hatten wir noch keinen Schnee. Jetzt haben wir Schnee. Schnee! Was wollen wir hier? Nichts wollen wir hier. Was macht denn das Auto hier oben? Wie ist es hier hochgekommen? Interessant. Und jetzt bloß nicht nach unten sehen. Einfach darüber. Oh. Ach du Scheiße. Komm her! Wow. Oh, loslassen! Und tschüss. Ja, ich denke, der hat man nicht überlebt, ne? Verdammt! Wie viele sind es? Ah, scheiß Feuer! Okay, ah! Stirb!
harten Rückstoß hier, diese Maschinengewehr. Ist eine AK, wenn ich mich nicht irre. Kopfschuss. Da oben hat wieder jemand. Ach du Scheiße, keine Munition mehr. Oh shit. Ah, scheiß Feuer, ich bin zurück. Gut, wo sitzt ihr da oben? Ah! Ich verbrauche hier alle Munition, das gibt's ja nicht. Alter, wie lange hält der denn durch? Jetzt ist er tot. Ah! Schon wieder Feuer, ey. Gut, er ist jetzt auch tot. Doch, nicht nein, muss leider sein. Ah, nee, könnt ihr nicht. Ich kann doch nicht umgehen. Alter, wie lange lebt der jetzt noch? Total realistisch hier, die Lebensdauer. Na toll, vorhin hätte ich wieder die Fässer zünden können. Autsch. Beklauen, tote Leute beklauen, ausrauben. Die sind ja tot. Die können ja eh nichts mehr. Oh, Leiche ist weg. Die können ja eh nichts mehr damit anfangen. Na toll, vier Schüsse in der Richtung. Jo, ein Versuch war's wert. Mist, keine Muni mehr. Jetzt bist du dran! Voll, okay. Nein, ich will, aber ich will kein Feuer sehen. Gucken. Ah. Was wollen die mit dem scheiß Feuer? Ach nee. Wer ist das? Aus dem Weg! Sie gehören mir! Na toll, und das ohne Mund. Ah, das wird toll. Konzentration. Du schaffst es. Verdammt, ist das ohne Mund? Das geht doch gar nicht. Keine Waffen sind nutzlos. Was? Hä? Angriffe ausweichen. Hä? Was ist das für ein Zeichen? Oh oh. Was ist jetzt los? Ich glaube,
Ich glaube, hier ist was hängen geblieben. Ah. Oder nicht? Okay. Na toll, wie geht denn das? Ja, dann, wenn er ausholt zu schießen, dann muss er sich ja zeigen. Nein, schon wieder keine Muni mehr, gibt's ja nicht. So geht das nicht. So geht das Soll das schnell genug gehen, verdammt! Ich hier irgendwie. Irgendwie muss es in den Trick gehen. Schnell die Muni nehmen. Waffe wechseln, laden. Verdammt! Wie geht das? Bitte keine Muni mehr. So stirb du Scheiße. Geht mal! Krass, wie viele Bogen das der jetzt ausgehalten hat. Geht ja gar nicht. So, da schafft die Zeit schauen. Eigentlich möchte ich mal zum Lagerfeuer, der kann besser speichern. Ja, und es ist auch schon wieder Zeit, nachdem ich jetzt hier diesen Boss bisschen lamagig erledigt habe, sind ja schon wieder am Folgenende angelangt. Wir sehen uns in der nächsten Runde Tomb Raider. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.